Wir versuchen es einfach mal. Hallo Leute. Heute eine Runde Adventure. Und links und rechts. Links seht ihr mein Bild und rechts meine Stats. Und ja, kurz vorm neuen Season Start. Noch ein bisschen pushen. Für ein paar Kisten und die Remote auf 30 zu bringen. Und ja. Dafür noch ein paar Cities durchballern. Aktueller Durchschnitt liegt so zwischen 9 und 12 Minuten. Je nachdem, ob der Drive-Thru kommt, der Standard mit den sagt mal schnell, mit Donuts als erster Station. Der bremst enorm aus und muss man halt gucken. Aber 5 Minuten ist eigentlich vollkommen in Ordnung für eine Stadt komplett abzuspulen. Event ist auch schon durch. Eigentlich lächerlich, dass das 2 Tage geht. Sollten sie einen anderen Lückenfüller machen. Genauso wie Dienstagnacht dann der Shop-Mensch kommt, der ist auch absolut überflüssig. Weil es halt nichts Gescheites gibt, außer den was sind das? Ich glaube, 9 Kisten und knapp 600 Gems. Das ist absoluter Müll und wird überbewertet. Von daher. Muss man mal gucken, ob sich da in Zukunft was tut. Die neuen Adventures sind auch bis zu einem gewissen Punkt sehr eintönig. Aber ja. Noch keine gescheiten Ringe bekommen. Aktuell den Innenring. Gucken. Weiß nicht, was aktuell noch an Kies. Ja, 8 Kies habe ich noch. Aber Decke bei Level 53 fest. Komm einfach nicht weiter. Muss das Gear noch ein bisschen gepusht werden. Damit man einfach schneller wird, weil die 4 Minuten für das Event sind halt schon knapp bemessen. Auf den Stufen. Was kommt denn jetzt als Final?
Erste Station immer komplett maxen. Macht den Rest dann leichter und etwas schneller. Nicht viel, was man an Zeit gewinnt, aber... Im Solo-Bild sowieso relativ anstrengend, da vernünftig durchzukommen. Aber ich habe es mit der Mondmeter versucht und einfach gar keine Chance. So viel Speed verloren, da steigt mein Durchschnitt pro Stadt auf über 15 Minuten. Und das ist mir dann auch nicht wert. Manchmal ein bisschen wirr mit der Fingerklickerei. Das ist dem Alter geschuldet. Er wird ja nie jünger. Aber ab jetzt geht es dann relativ zügig. Ich mache dann die letzte Station mit der Active. Weil einfach der schnellere Weg. Ja. Wollen wir auch nichts mehr upgraden. Nur noch durchballern. Das ist ein ganz angenehmes Gefühl, wenn man dann die letzte Station einfach vorher maxt. Weil dann kann man das hier einfach nur noch durchlaufen lassen. Dadurch, dass die aktive Fähigkeit noch läuft, dass die letzte Station häufiger bestellt wird, kriegt man so viel Geld, dass man das einfach so durchziehen kann. Ja. Ja. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr hier unten das Check fertig macht und den Mob, damit die Kunden einfach sich schneller bewegen. Danach volle Konzentration eigentlich auf die Fernbedienung, damit der Multiplier steigt. Achso, ja, Register, falls ihr den Panda nicht habt, dann stellen die Kunden schneller, beziehungsweise mehr oder weniger instant. Das nimmt der Panda euch dann nachher ab. Damit wäre die Kasse dann auch wieder nötig, aber knapp 1200 Gems oder so, deswegen. Ganz so gravierend, wenn man es vorher gemaxt hat. Ein Fernseher, sag ich mal, guter Schnitt ist, wenn man das auf bei mir 20,5 Minuten pro Boost hat. Damit kommt man schon ausreichend weit.
Und da funktioniert dann das Nichtstören sehr gut. Aber ja, was will man machen? Ja, Gems farmen ist halt, sag ich mal, ein bisschen nervig, aber ab einer gewissen Gear Speed, behaupte ich jetzt einfach mal steif, muss man sich das von dem Vendor hier oben nicht mehr angucken, vom Investor. Auch nicht, wenn der Gems anbietet, weil das sind 6 Gems für 30 Sekunden Werbung. Und die Gems hast du einfach in den meisten Stationen schneller gesammelt, als die 30 Sekunden Werbung brauchen. Deswegen beachte ich ihn gar nicht mehr. Ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, in den nächsten Tagen noch ein bisschen, beziehungsweise in den nächsten Stunden, ich glaube, Season beginnt in 13 Stunden. Bis dahin werde ich auf jeden Fall noch pushen. Um zu gucken, dass man so viel wie möglich am Tag 1 spenden kann, so dass der Club früh alle Boosts wieder bekommt. Doch so ein nerviges Restaurant. Station mache ich noch und dann werde ich auch das Video beenden. Ich hoffe, war relativ hilfreich und informativ. Und ja, ist halt ein ständiger Grind. Da muss man halt, sag ich mal, mit leben. Aber man kann es eigentlich ganz gut, wenn man eine Serie guckt oder so, nebenbei laufen lassen.
seinen Fortschritt zu machen. Und dann geht das eigentlich relativ zügig. Gerade wenn man viel pendelt, Bahn fährt oder so. Etliche Stunden an irgendwelchen Bahnhöfen verbringt, wenn man seinen Anschluss verpasst. Kann man schon viel Zeit mit reinholen. Ja. Ich beende dann an der Stelle hier mal. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao, ciao.